Moin und herzlich willkommen zum Talk, zum Astro-Talk mit mir Norbert Gieso. Ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel. Und heute ist Donnerstag, der 22. April, wo ich dieses Video aufzeichne. Heute wollen wir einmal oder will ich einmal mit euch auf das Horoskop der Bundestagswahl 2021 schauen und einige andere Horoskope, bei denen allerdings die Geburtszeit nicht da sind oder unsicher sind. Das soll einfach mal einige Monate vorher schon mal ein Blick in die Zukunft sein und mal schauen, was uns die astrologischen Konstellationen dazu verraten. Dass ich diese Bundestagswahl und auch die Parteien und Politiker untersuche, heißt nicht, dass ich in diesem Video eine Partei oder einen Politiker bevorzuge. Heißt auch nicht, dass ich alles, was die Politik macht oder das gesamte System an sich für hundertprozentig super halte. Aber wenn ich jetzt beispielsweise untersuchen würde, wie das beim Fußball das Champions League Finale ausgeht, dann könnte es trotzdem sein, dass ich eine Mannschaft besser finde und trotzdem würde ich dann damit nicht irgendwie befürworten, was die FIFA macht und was da an Korruption läuft. Aber man muss ja sagen, dass die Bundestagswahl 2021 für Deutschland und damit auch für Europa eben durchaus für uns alle Auswirkungen hat, ob wir das System nun gut finden oder nicht. Genau, und dieses Jahr sind ja einige Besonderheiten. Das eine ist eben, wie ihr ja auch alle wisst, sicherlich, ich sag's trotzdem mal, dass nach 16 Jahren Angela Merkel sie abtritt. Und ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, dass nicht ein amtierender Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sich zur Wahl stellt, sondern diesmal sozusagen steigen mehrere Kandidaten ein, die alle um das Kanzleramt ringen und alle möglichen Parteien, die eben um die Macht ringen. Deswegen ist es rein sportlich gesehen eine spannende Ausgangslage. Und was wir auch, glaube ich, noch nie so in dieser Form hatten, dass sich drei Kandidaten, eine Kandidatin, zwei Kandidaten der Parteien CDU, Grüne und SPD eben Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin werden wollen. Gut. Okay, ja, wie sieht das Horoskop zur Bundestagswahl aus? Am 26.09.2021 soll die Wahl ja stattfinden. So, davon gehe ich jetzt mal aus. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Das heißt, dann steht im Grunde das Endergebnis fest. Deswegen wäre das schon mal ein gutes Horoskop eben, um einmal zu schauen, wie es abläuft. Ja, was hier auffällt, sind eben im Horoskop, was ich finde, insgesamt nicht so ausschaut, als würde es irgendwie nicht funktionieren. Ne, wir haben klar, die äußeren Planeten sind zu der Zeit rückläufig: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Chiron. Aber die persönlichen Planeten Merkur, Venus, Mars nicht. So, und wir haben eben hier eine starke Betonung der Luftzeichen. Wir haben hier die Sonne mit Mars in der Waage, durchaus noch als Konjunktion zu rechnen. Mars ist zwar 4 Grad weg, nicht knapp 4 Grad, aber Mars-Sonne in der Waage, hier im siebten Haus. Im Trigon zu Saturn, rückläufig im Wassermann, im Trigon zum Mond in Konjunktion hier mit Lilith, bildet hier so ein schönes Luftdreieck. Ne, das bedeutet schon auch unter Einbeziehung von Saturn, und wir werden ja auch sehen, der Herrscher der Geschichte, das Ergebnis ist ja der MC im Schützen. Der dementsprechend zugehörige Planet ist der Jupiter. Jupiter steht im Wassermann, auch rückläufig im 12. Haus, im Trigon zum Merkur, also auch im Luftzeichen. Das spricht also nicht unbedingt dafür, meiner Meinung nach, dass das Ergebnis der Wahl ein weiter so wie bisher ist. Sondern Luftzeichen heißt ja hier auch, wir kommen ja in die Luftepoche in den nächsten Jahren oder sind da schon drin und sind da im Übergang, heißt für mich eben auch, Luft, hier verändert sich was. Und hier geht es auch vielleicht tatsächlich dann auch in gewisser Weise auch darum, wer sich wie am besten verkauft, wer die besten Argumente liefert.
Und es ist eben hier im Luftzeichen eben auch eine starke Beweglichkeit da, was vielleicht auch nötig ist, um dann aus den gewählten Parteien eine regierungsfähige Mehrheit zu machen. Ja, Sonne Mars in der Waage schaut ja eigentlich mehr auf den anderen, hier noch verstärkt durch die Position im 7. Haus. Andererseits ist Sonne Mars natürlich auch eine sehr aktive Kombination. Sonne Mars ist ja auch der Krieger. Man könnte hier der diplomatische Krieger sagen. Also das hat sehr viel damit zu tun, denke ich auch dann, dass es nur gemeinsam geht. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass jetzt eine Partei oder ein Kandidat so die absolute überwältigende Mehrheit hat, sondern ich glaube, es geht hier nur in der Kooperation im Team. Das denke ich, ist sehr, 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 sehr wichtig. Der Mond, der ja oftmals auch für das Volk steht in modernen Horoskopen, der Mond ist hier im Zwilling, im 3. Haus, das heißt ein interessiertes Volk. Lilith. Lilith hat ja auch sehr viel mit weiblichen Kräften zu tun. Im Zwilling ist ein starkes Argument, dass hier vielleicht die weibliche Kandidatin Annalena Baerbock, auf die wir noch kommen werden, dass die vielleicht tatsächlich doch noch besser abschneidet, als man denkt, wäre hier für mich durchaus ein Argument, was für sie sprechen würde. Das Ergebnis der ganzen Geschichte im Schützen hat höchstwahrscheinlich was Visionäres, also deutet mir doch schon darauf hin, auf das Horoskop, wie gesagt, dass da eher etwas progressivere Kräfte vielleicht an die Regierung kommen in Deutschland, nicht? Man, jetzt im April bei den Umfragewerten sind ja die Grünen sehr hoch, zwar immer noch weniger stark als die CDU. Und es sieht ja so aus, obwohl bei einer Wahl meistens die Umfragewerte dann doch anders laufen. Die Leute wählen meistens konservativer, als sie in den Umfragen angeben. Ne, sodass man sicherlich, die Grünen haben beispielsweise in den Umfragen immer höhere Werte gehabt als nachher in den Wahlen. Das muss man also mit Vorsicht angehen. Aber von den jetzigen Umfragewerten ausgegangen, muss man im Grunde ja, ist es sehr, sehr mathematisch doch recht schwierig, dass sich eine Regierung bildet, ohne grüne CDU. Höchstwahrscheinlich läuft es auf grün-schwarz, also grüne CDU hinaus. Und wenn die CDU an der Regierung beteiligt wird, es sind ja theoretisch auch andere Gruppierungen denkbar, aber wenn die CDU dran beteiligt wird, halte ich es doch inzwischen immer noch für recht ausgeschlossen, will ich nicht sagen, aber unwahrscheinlich, dass jetzt letztlich die Grünen insgesamt mehr Stimmen kriegen als die CDU. Und wenn die CDU mehr Stimmen hat als die Grünen, dann können Sie auch den Kanzler stellen. Das heißt, die Grünen könnten nur dann, Annalena Baerbock könnte nur dann Kanzlerin werden, wenn sie mehr als die SPD haben, mehr als die CDU oder wenn weniger als die CDU eine Koalition bilden jenseits von der CDU. Ja, das Ergebnis, Jupiter im Wassermann, rückläufig zwar, aber im Wassermann spricht ja eben auch eher für was Neues, für jemand, der auch der Technologie aufgeschlossen ist. Umwelttechnologien, das werden ja die großen Themen sein. So, was man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich absolut nicht sagen kann, ist, inwieweit Corona die ganze Geschichte bis dahin und dann noch beeinflusst. Das lässt sich ja jetzt nicht sagen. Was ich allerdings etwas schwierig finde, ist, um 18 Uhr haben wir Aszendent Fische mit dem Neptun im 1. Haus. Eine sehr fischige Angelegenheit hier. Das spricht schon für eine gewisse Unklarheit, sodass ich mir schon vorstellen könnte, dass vielleicht am Anfang das Ergebnis nicht eindeutig ist, Spekulation für vieles lässt. Leider muss man bei Neptun und Fische eben auch im modernen Horoskopen auch davon ausgehen, dass nicht alles ganz korrekt ist. Ne, vielleicht findet sich im Nachhinein Manipulation über Software oder sonstige Dinge oder irgendetwas, was verschleiert ist. Das muss man dann abwarten. Das finde ich sozusagen spricht so ein bisschen gegen diese andere Energie. Sonst haben wir hier noch eine Venus im Skorpion, eine sehr leidenschaftliche Venus im Skorpion im 8. Haus. Da geht es auch ums Geld natürlich. Ne, also Verteilung wird ein wichtiges Thema sein dann auch. Und Venus-Uranus hat hier wieder diesen Technikaspekt. Und Venus-Uranus-Opposition. Und wie wir noch sehen werden, finden wir dann auch im Horoskop von Annalena Baerbock auch eine Venus-Uranus-Verbindung. Das wäre ja meiner Meinung nach ein zweites Argument, was für Annalena Baerbock sprechen
würde. Ja, wenn wir uns jetzt den Jupiter, wie gesagt, vor allem interessant ist ja bei der Bundestagswahl das Ergebnis, wie ich schon sagte, MC, also 10. Haus und der dementsprechende Herrscher Jupiter. Deswegen schauen wir uns doch mal die Halbsummen an, die auf den Jupiter fallen. Halbsummen, Jupiter und die Halbsummen. Und dann sehen wir, dass hier Pluto, Neptun, sogar mit großer Genauigkeit, dass Jupiter in der Halbsumme sitzt zwischen Pluto und Neptun. Und Pluto-Neptun-Verbindung ist ja sehr transzendent. Ne? Das ist ja eine sehr, sehr, sehr transzendente, überpersönliche Konstellation, wo eben auch sehr stark eben Pluto, Machtthemen, Neptun, aber auch soziale Themen. Ne, also spielt er ganz stark mit rein. Und eben auch Uranus, Mondknoten, liegt auch hier in der Halbsumme. Also das könnte für mich auch für einen Wechsel sprechen. Ne? Ein Ergebnis, mit dem man nicht gerechnet hat. Und hier werden eben ganz Neptun, Pluto könnte natürlich auch ganz stark ein Hinweis sein auf all das, was mit Corona zu tun hat. Dass das eben doch ganz stark mit reinspielt und die Leute eben die Zeit nicht vergessen haben und durch ihre Wahl dementsprechend auch Corona mit abstimmen. Gut, so weit, so gut. Nun schauen wir einmal auf die Kandidaten. Beginnen wir tatsächlich mal mit Annalena Baerbock als nach Angela Merkel, also eine Frau, die Möglichkeit hat, Kanzlerin zu werden, also theoretisch zumindest, und die ja jetzt sich gerade durchgesetzt hat gegen Robert Habeck bei den Grünen. Die Grünen schicken sie ins Rennen. Sie ist tatsächlich eine andere Generation, 1980, ne? Das heißt, sie ist zur Wahl 40 Jahre alt, ist auch Mutter, und hat noch nicht so viel politische Erfahrung in Regierungsämtern. Das wird ja immer, betont, vor allem das Argument ihrer Gegner. Was allerdings in vielen Ländern, Neuseeland, Dänemark, Schweden und so weiter, auch so ist. Ja, ja gut, wir haben natürlich keine Geburtszeit, deswegen 12 Uhr mittags, aber aus meinen Beobachtungen von ihr, oder anders gesagt, hier als Schütze, 15.12., Sonne, eine Konjunktion mit Neptun, ist sie sicherlich eine Visionärin, das muss man wirklich auch sagen. Mit Überzeugungsschützen haben wir auch eine starke Überzeugung, aber höchstwahrscheinlich mit Sonne Neptun im Hintergrund sehr viel empathischer, sozialer und auch empfindlicher, als sie es nach außen hin zugibt. Sie wirkt ja doch nach außen hin, hat sie ja doch eine gewisse Robustheit, gerade wenn man sie jetzt beispielsweise mit dem Philosophen Robert Habeck vergleicht. Ne, da ist dann die Frage, Sonne, Neptun, wie viel Durchhaltevermögen hat man? Ne, man ist dann als Schütze sicherlich getragen von der Euphorie und dem Enthusiasmus. Aber dann das harte Regierungsgeschäft muss man sehen. 1980 gab es ja auch eine Saturn-Jupiter-Konjunktion im Luftzeichen Waage. Das heißt, sie ist schon dann auch, wir hatten ja jetzt auch 2020 oder 2021 die Saturn-Jupiter-Konjunktion im ersten Grad Wassermann. Da liegt sie natürlich schon vom Zeitgeist her genau in der richtigen Konstellation. Ne, kann hier vielleicht Jupiter, also Idealismus und Saturn, Pragmatismus miteinander verbinden? Keine persönlichen Planeten rückläufig. Und hier haben wir die Venus-Uranus-Konjunktion im Horoskop. Ne, Venus-Uranus-Kontakt hatten wir auch zur Bundestagswahl. Jemand mit sehr viel Leidenschaft und Sinn für neue Technologien. So, aber wenn wir uns das Horoskop angucken, wie gesagt, wir haben keine Geburtszeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass Annalena Baerbock den Mond auch in den Fischen hat. Das wäre mir dann mit Sonne Neptun zu fischig für ihre Person. Sie ist ja schon durchaus wehrhaft und kann auch ganz schön beißen, sage ich mal. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, der Mond in ihrem Horoskop ist im Zeichen Widder. Und wenn wir da mal sozusagen ein bisschen nach vorne gehen mit der Uhrzeit, dass wir den Mond in den Widder ziehen. Na, hier haben wir den Mond jetzt gerade im ersten Grad des Widders. Da kämen dann eben, wenn wir sagen, Annalena Baerbock hat Mond im Widder, käme dann eben nur noch Zwilling, Aszendent, Krebs, Löwe und so weiter in Frage bis Mitternacht. Dann wäre es ja der 16. So.
Und als Familienfrau und so wie sie auch körperlich erscheint, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie Krebsaszendent ist oder hat. Ne, dass sie so um 17 Uhr vielleicht geboren wäre, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht noch ein bisschen früher. Ne, so in der Art könnte ich mir das Horoskop vorstellen. Gut, wenn wir jetzt auf die Transite gucken, wie sind denn die Konstellation für Sie im Jahr 2021, also auf die Wahl hin und über die Wahl hinweg, dann muss man ja immer sagen, es ist ja gar nicht so leicht zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Ist das jetzt, wenn man die Wahl gewinnt, für einen selber positiv? Man kommt ja auch in eine Phase, wo man eben sehr viel kritisiert wird, wo man sehr viel arbeiten muss, wo sie vielleicht auch in eine Beklemmung kommt zwischen Familie und Beruf noch stärker. Na, also es muss jetzt nicht immer nur positiv sein. So. Und interessant finde ich mehrere Dinge bei den Transiten. Das eine ist, sie hatte durchaus einen starken Jupiter-Einfluss. Jupiter zwar im Quadrat, aber ist über das ganze Jahr im Quadrat zu Venus. Uranus, ne, sie kommt in die Öffentlichkeit, hat da sicherlich auch Erfolg. Ne, zur Wahl hin ist er allerdings ein bisschen weiter weg. So, aber was man auch hier sieht, ist, der Neptun, der laufende Neptun in Fischen, ist im Quadrat zu ihrem Neptun und damit zieht er auch die Sonne schon ins Quadrat rein, auch wenn das Sonne-Neptun-Quadrat dann erst im Frühjahr 22 ist, ist die Frage, ob man unter solch starken Neptun-Aspekten wirklich in so ein politisches Amt kommt. Dafür müsste man jetzt Vergleichsuntersuchungen machen, die ich nicht habe. Na, also das Neptun hat für mich eher mit Rückzug zu tun, mit die Kraft zieht sich nach innen. Ne? Man verliert dann auch vielleicht die Motivation dabei. Also für mich jetzt nicht so ein starker Impuls zu sagen, ja, mit Neptun, Quadrat Neptun, das ist ein Generationsaspekt, wir haben alle um die 40, aber auch dadurch eben, weil sie eine Sonne-Neptun-Konjunktion hat, zieht dann der Aspekt auf den einen, den anderen mit rein. Also hat sie auch schon Neptun-Sonne-Quadrat. So, das finde ich da also zum Beispiel nicht so günstig. Das wäre wieder so ein Minuspunkt, den ich so sehen würde. Und ansonsten hier bei den harten Winkeln haben wir eben noch Uranus, Quadrat Mondknoten. Und Saturn, Konjunktion Südknoten. Saturn, Konjunktion Südknoten ist für mich auch nicht unbedingt so ein Erfolgsmodell. Andererseits Saturn macht Einfluss. So, wie gesagt, die Astrologie kann man immer in verschiedene Richtungen sehen. Ne? Behalten wir das mal im Hinterkopf. Dann gehen wir mal zu Herrn Scholz, Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD. Auch keine genaue Uhrzeit, jetzt 12 Uhr eingestellt in seinem Horoskop, also Häuser Aszendent nicht beachten, bitte. Ja, Olaf Scholz, anderer Jahrgang hier, 58, ne? Der ist also dann schon Anfang 60er jetzt zur Wahl. Für einen Politiker natürlich noch kein hohes Alter, aber er ist halt noch die alte Generation. Was für ihn spricht und gegen ihn spricht, ist, dass er halt so lange in Regierungsverantwortung ist, Finanzminister, Vizekanzler, er kennt sich aus. Ne, für ihn wäre das jetzt nicht so der Riesenschritt. Ne? Er hat ja diese Ämter in der Regel schon ein bisschen begleitet auch. Das passt schon. Ja, und man sieht hier auch, er ist zwar Zwilling, auch mit Merkur im Zwilling kann sich ja auch da ganz gut ausdrücken, so zwar langsam, ne, weil irgendwie hat ja hier eine Sonne-Saturn-Opposition. Das ist natürlich sehr ehrgeizig für einen Zwilling und deswegen ist er auch nicht so zwillingsmäßig quirlig, sondern überlegt eben immer genau, was er sagt und macht. Dazu kommt natürlich auch seine Stiernote hier. Mond und Venus im Stier, Finanzminister, passt ja ganz genau, auch konservativ. Das sind sehr konservative Stellungen, Sonne, Saturn, Mond, Venus, Stier. So klar, Mars im Widder, was Kämpferisches hat er auch, aber für mich eigentlich für diese neue Zeit, für die Veränderung, die wir ja ganz dringend brauchen, auch in Deutschland, in Europa, ist mir dieses Horoskop eigentlich viel zu konservativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, ich glaube auch nicht, dass eben die geleistete Regierungsverantwortlichkeit so positiv angerechnet wird. Schauen wir auch mal bei ihm auf die Transite in dieser Zeit.
Und da sehen wir auch Neptun, noch klarer eigentlich als bei Annalena Baerbock hier, Neptun in Fischen im Quadrat zu seiner Saturn-Sonne-Opposition übers ganze Jahr hinweg. Das ist für mich auch eher ähnlich wie bei Annalena Baerbock, eben eher so ein nach innen gezogener Transit. So, ne? Und sonst läuft da auch nicht viel. Jupiter-Pluto ist manchmal, dass die Erwartungen höher sind als das Ergebnis. Ne? Also da denke ich, glaube ich nicht im Grunde, dass man ihm so große Chancen einräumen kann. Ja, dann bleibt als Dritter der gerade bestimmte Armin Laschet. Wo haben wir ihn hier? Armin Laschet. Auch eine ungesicherte Geburtszeit habe ich aber, ich glaube, bei dem Kollegen Markus Termin aus Nürnberg gefunden. 12:50 Uhr. Weiß ich nicht, ob er das hingedreht hat oder ob das so stimmt. Ja, Armin Laschet, sehr interessantes Horoskop, finde ich. Also ein rückläufiger Merkur in den Fischen am südlichen Mondknoten in Opposition zu Pluto spricht dafür, dass er, und das hat man ja jetzt schon oft gesehen, dass er sich oft in Kommunikation und Sprache irgendwie verhebt. Dass er da sich selber manchmal ein Bein stellt. Aber wir sehen hier auch Mond im Widder und Venus im Widder, dass er, wenn er wirklich Krebs-Aszendent hat, dann kommt er ja so jovial, harmlos daher. Dass er aber ganz schön kämpferisch ist, ne? Also so ein Steher irgendwo. Er zwar 20 Jahre älter als Annalena Baerbock, 61 geboren, aber er auch mit der Saturn-Jupiter-Konjunktion im Steinbock. Also er ist auch im Zeitgeist sozusagen gut aufgehoben. Sonne am MC, also da eben auch nach höheren Ämtern zielend und diese ja auch ausübend, die Sonne gerade noch im Wassermann, im Übergang zu den Fischen. Ne, also das ist ein Horoskop von jemand, der einen dann sicherlich auch überraschen kann. Wassermänner können ja wenn sie in eine bestimmte Lebenssituation oder in eine bestimmte Aufgabe hinein können, können sie ja sehr über sich hinauswachsen. Und er hat Mars am Aszendenten im Krebs. Er ist da wirklich durchhaltefähiger und aktiver, kämpferischer, als man das so von ihm denkt. Sicherlich jemand, den man unterschätzt. Dabei, ne, hat es ja jetzt sehr schwer gehabt im Kampf gegen Söder. So, und wenn wir auch bei ihm mal auf die Transite schauen. Dann sehen wir hier, dass er das ganze Jahr über Jupiter direkt über der Sonne hat. Wir hatten vorhin ja gesehen, Jupiter Herrscher des Ergebnisses der Bundestagswahl. So, gut, er hat jetzt zur Wahl ist Jupiter ziemlich weit weg, ne, auf Uranus. Ne, so, kommt aber dann da wieder hin. Also schon tendenziell eine Jupiter-Sonne, Jupiter-MC. Konjunktion, das ist natürlich schon eine Erfolgskonstellation, muss man so sagen. Auch er hat hier den Neptun nicht über persönliche Planeten. Pluto läuft über seinen Saturn, über seine Saturn-Jupiter-Geschichte. Ganz klar Macht. Also deswegen würde ich schon jetzt nur anhand der Horoskope, nichts mit Sympathie, auch nicht, dass ich die ganze Geschichte gut finde oder dass ich glaube, hätten schon das beste System oder den besten Kanzler gefunden, würde ich schon sagen, dass hier Armin Laschet von den Kandidaten, wie finde ich, die besten Transite hat. So, hier mal das Horoskop von Armin Laschet auf die Bundestagswahl gelegt. Und da sehen wir, dass es ganz schön einklackert hier. Ne? Wir sehen hier seine Jupiter-Pluto-Geschichte auf dem Pluto, wie wir es eben gesehen hatten. Jupiter-Saturn auf Pluto. Wir sehen hier seine Sonne MC am Aszendenten der Bundestagswahl. Hier der Jupiter ist nicht weit weg. Also so gesehen würde ich schon sagen, Armin Laschet hat die besten Chancen der drei Kandidaten.
Ne? Auch wenn ich schon auch glaube, dass Annalena Baerbock überraschen kann, aber so wollte ich mich astrologisch doch mal festlegen, so wie ich es damals ja mit Trump und Biden auch gemacht habe und in dem Fall auch recht behalten habe. Ne? Und deswegen das schon mal im April niedergelegt. Ne, weil es natürlich, je weiter wir an den Termin rankommen, desto einfacher werden vielleicht auch die Prognosen und umso schwieriger, weil umso mehr dann noch rauskommen kann. Und ich behalte es mir auch durchaus vor, dann dieses Horoskop nochmal zu erweitern oder neu zu besprechen, wenn neue Dinge rankommen. Also, ich hoffe, das fandet ihr so ein bisschen interessant, mal den Blick auf diese Horoskope. Diejenigen von euch, die sich ja selbst ganz gut mit Astrologie auskennen, können ja selbst mal forschen, und gucken, was sie so rausfinden. Über konstruktive Kommentare freue ich mich. Wie immer, despektierliche, im Ton vergreifende oder irgendwelche arg gruseligen Verschwörungstheorien, Kommentare lösche ich. Also, alles Gute für euch, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal und tschüss.